Ja, eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage Gruppenunterstützungskasse oder Einzel- oder Firmenunterstützungskasse. Wir haben beides in der Verwaltung. Wir verwalten eine Reihe von Firmenunterstützungskassen, von Konzernunterstützungskassen, größerer, kleinerer, mittlerer Unternehmen, Konzerne. Und wir verwalten vor allem mehrere Gruppenunterstützungskassen. Eine Firmenunterstützungskasse oder auch eine Konzernunterstützungskasse ist für mich dann wichtig und relevant, wenn das Unternehmen die Corporate Identity abbilden will, indem sie sagen will, Punkt, 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 Versorgungswerk, Punkt, 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 Mitarbeiterhilfe für das Unternehmen, Punkt, Punkt, Punkt. Dann macht es wirklich Sinn, eine eigene Punkt, Punkt, Punkt Unterstützungskasse zu haben, den Vorstand als oder Geschäftsführer als Vorstand der Unterstützungskasse einzusetzen und hier wirklich eine Identifikation zu erreichen. Es gibt da immer auch natürlich Hilfsmittel dazu, auch zum Beispiel in unserer Unterstützungskasse RBF3 oder in verschiedenen anderen Unterstützungskassen, die wir verwalten, Mercator Gruppenunterstützungskasse, Saturis oder viele andere, wäre es natürlich auch möglich, im Segment, das immer abgebildet ist, es ist immer haftungsrechtlich wie eigene Unterstützungskasse geführt, die entsprechenden Papiere auszugestalten als Punkt, 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 Versorgungswerk, ein Segment des RBF3 e.V. oder ein Segment der Mercator Gruppenunterstützungskasse. Das wäre zum Beispiel möglich. Dann stellen sich natürlich noch verschiedene Fragen. Bei Firmenunterstützungskasse, bei größeren Unternehmen muss ich auch den Betriebsrat mit hinzuziehen. Ich muss meine Organe paritätisch besetzen. Manche Unternehmer wollen das, manche Unternehmer wollen das sogar vermeiden. Steuerlich ist eine Gruppenunterstützungskasse in der Regel immer sinnvoller als die Firmenunterstützungskasse, denn die partielle Steuerpflicht kann in der Gruppenunterstützungskasse nicht früher einsetzen als in der Firmenunterstützungskasse. In der Firmenunterstützungskasse setzt in der Regel die partielle Steuerpflicht ein, wenn das jeweilige Unternehmen überdotiert ist. In der Gruppenunterstützungskasse wird es durch laufende, neue, eintretende Unternehmen, durch wachsende Unternehmen in der Regel immer weit, weit, weit nach hinten verschoben, sodass auch wirklich monetäre Vorteile in der Gruppenunterstützungskasse liegen und es wirklich ein Instrument ist, das es verwaltungstechnisch schlank und einfach auch kleinen Unternehmen, auch mittleren Unternehmen ermöglicht, über so ein Innenfinanzierungsinstrument, über den Weg der pauschaldotierten Unterstützungskasse, das System durchzuführen, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Bankenunabhängigkeit, Unabhängigkeit von Versicherungen und von Staatspapieren zu betreiben.